Hallo und herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast. Yo, ich habe hier ein bisschen was umgebaut bei unserem EU-Generator-Gedöns-Dingens. Und zwar habe ich hier diese Magmatic Engines jetzt benutzt, um das Teil hier zu powern. Und der ist jetzt immer so auf 8000 MJ, so zwischen 7800 und 8100 MJ hat der hier jetzt durchgehend. Das heißt, der kann durchgehend Lava aus Netherrack produzieren. Und diese Teile hier sind schon voller Lava. Beide Magmatic Engines, zwei Stück benutze ich und füllen hier langsam diesen Lavatank, wie ihr seht. Und mit diesem Lavatank, den werden wir dann an Geothermalgeneratoren anschließen. Und mit Hilfe von diesen können wir dann nämlich EU produzieren. Ja. Okay, wir müssen mal eben hier die Wasserquelle zumachen. Ich will gleich noch mal eben bei meiner Tree Farm etwas verbessern. Muss ich mal eben schauen, ob das überhaupt geht. Von welcher Seite? Ich kann noch von hier. Ich muss nämlich was mehr Wasser anschließen, weil sonst muss ich das immer selbst nachfüllen und da habe ich keine Lust zu, weil ich bin ja faul. Ich will ja, dass das vollautomatisch läuft und deswegen müssen wir eine Sache bauen. Und ich hole mir mal eben ein Stück Holz. Dann machen wir mal ein bisschen was hier draus. So, ein Stack können wir eben verfeuern. Dann haben wir hier ein bisschen Energie wieder. Hier habe ich übrigens ein Alloy Furnace gemacht und dieses Teil hier wollen wir nämlich bauen. Das holt nämlich Lava aus einer endlosen Wasser aus einer endlosen Wasserquelle raus und füllt das automatisch in wasserfeste Pipes. Und deswegen will ich dieses Teil bauen. Das füllt das dann immer automatisch hier rein. Jetzt müssen wir den Lever mal eben woanders platzieren. Nämlich da. So. Dann brauchen wir zwei Eimer. Machen das hier mal eben dicht. So, dann bauen wir die Wasserquelle einfach hier drunter, würde ich sagen. Bam, bam. So, mal schauen, ob das klappt. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt brauchen wir noch den Akkumulator. Und den bauen wir wie folgt. Wir brauchen einen Eimer, wir brauchen einen Maschinenframe, das kriege ich hin. Ein Gold. Vier Eisen, 1, 2, 3, 4. Dann noch ein bisschen Glas. Frame-Einbrüche, warum? Hör auf! Stopp! Wir haben kein Glas mehr? Doch. Wir haben nur noch Glas. Hallo? Bin ich blöd? Ich hatte doch noch 3 Milliarden Glas. Ich weiß. Ah, hier ist es. Gut. Glück gehabt. Okay. Glas war das, glaube ich, dann das und dann das Eisen. Jawohl, haben wir einen Maschinenframe. Dann brauchen wir noch zwei Tin. So, und heute wollen wir uns gleich mal darum kümmern, so ein bisschen ein Haus zu bauen. So, Tin haben wir, dann brauchen wir noch das Teil. Das wird aus Eisen, Redstone und Glas gemacht. So, ja, okay. Und das war's. Hey, ich will nur eins davon machen. Danke, reicht mir. Vielen Dank. So. So und ein Eimer und dann haben wir den Akkumulator. Dann brauchen wir noch eben ein Waterproof Pipe. 1, 2, 5. Und dann müsste das theoretisch funktionieren, wenn ich das Teil jetzt hier platziere, müsste der eigentlich Wasser rauspumpen. So, hier füllt sich das und leert sich wieder, weil das alles hier reingepackt wird. Genau. Und ja, unendliche Wasserquelle und das wird da jetzt immer reingepumpt. Sehr nice. Sehr gut. Da muss ich mich darum auch nicht mehr kümmern. Bam. Ey, da sollte das nicht rein. So, wir müssen uns jetzt so ein bisschen hier um die Hausplanung kümmern.
Und ich hab's gedacht, dass wir den Wohnbereich mehr so hierhin packen, weil hier schön das Wasser ist, da kann man immer schön rausgucken und so weiter, dass wir hier so eine große Glasfront machen, in so einer Kreisform. Ja, da so in der Richtung eher die Maschinen, also ja, hier überall so, da so eher. Und dieses Teil wird hier nicht bleiben, das habe ich jetzt nur zum Testen hier aufgebaut. Und wir müssen jetzt die Sachen, beziehungsweise jetzt noch nicht, später, brauchen wir natürlich, das hier wird nicht reichen, so eine langsame Lavaproduktion, davon brauchen wir mehrere Maschinen. Dass wir das so in diese Richtung hier so ungefähr hinbauen. Hier, wo jetzt noch die paar Bäume stehen, die muss ich dann noch abreißen. Kann ich jetzt mal eben machen. Und das ganze Haus bauen wir, glaube ich. Ich weiß noch gar nicht, woraus wir das bauen können. Wahrscheinlich fangen wir einfach mal mit Holz an. Und da können wir entweder dieses hier benutzen oder das Normalholz. Da weiß ich gerade nicht, welches ich da lieber benutzen möchte. Aber ich denke mal, von dem normalen Holz haben wir etwas mehr. Und da wollen wir doch das wohl erstmal benutzen, ja, doch. Und ja, den Eingang bauen wir so hier hin, ungefähr. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir bauen das Ganze einen Block höher, also dass hier so etwas höher der Fußboden ist. Na, da könnte man noch mit Cobblestone anfangen. Und ich brenne hier gerade ein bisschen Cleanstone. Wir holen uns mal im Stack Cobblestone. So. Und obwohl, na, packen wir den mal zurück. Das geht ja relativ simpel hier. Nehmen wir uns mal die Steine raus und machen die mal eben zu diesen Stone Bricks und bauen mit denen mal. Mal schauen, wie das wird. Und zwar fangen wir einfach mal an. Wir bauen ein bisschen so die Grundmauer und hier geht's dann halt in diese Kreisform. So. Ist das hier eine Kreisform? Relativ, ne? Nicht gerade der perfekte Kreis. Ich würde das eher so machen. So. So ist schon besser auf jeden Fall. Okay. Und ja, dann einfach hier weiter. Bam. Ups. Bisschen Lecks gehabt. Und dann geht's hier weiter. Hier stehen jetzt noch die Maschinen. Und dann ungefähr hier die andere Wand. Ein Apfel! Juhu! Den können wir gleich mal hier in unsere Maschine reinwerfen. In diese. In den Squeezer. Da kann er Apfelsaft produzieren. So. Hier sieht's ganz gut aus. Der Regen nervt mich jetzt schon. Video-Settings. Wo geht das? Video-Settings. Weather off. Geh weg, Regen. Geh weg. Jawohl. Und jetzt können wir wieder anmachen. Cheater. Jetzt der Regen weg. Ha. Haha. Okay. Als nächstes brauchen wir ja einen Eingang. So. Ups. Nehmen wir uns noch mal ein bisschen Cleanstone in einer Workbench. So. Bisschen Marble habe ich auch. Kann man daraus eigentlich auch Bricks machen? Ja. Mal schauen, wie das aussieht. Kann man daraus auch so feinere Bricks machen, indem man einfach so macht? Nee. Okay. Kann man irgendwie hieraus noch was machen? Nee. Okay, dann nicht.
Na, nehmen wir uns das erstmal so. Die Tür machen wir einfach mal. Drei breit, so mit dem Holz. Na, das muss noch einen höher. Ein Jetpack wäre nicht schlecht. Vielleicht sollten wir uns ein Jetpack bauen. Wie teuer ist denn sowas? Advanced Circuit, raffiniertes Eisen, Electronic Circuit. Kriegen wir hin. Ich baue mal ein paar Sachen und dann sehen wir uns. Oh Mann, ich bin so ein Trottel. Ich habe aus Versehen 11 Batterien gemacht. WTF. Jetzt haben wir fast kein Tin mehr. Ich bin so bescheuert. Na egal, also so, Advanced Circuit. Raffiniertes Eisen haben wir hier. Und dann den Glowstone. Und wir haben ein Electric Jackpot. Wuhu, juhu. So, das können wir hier chargen. Und dann haben wir es gleich. Okay. Dann können wir da gleich hoch. Und wir können ja schon mal ein bisschen Holz machen. Das war jetzt ein bisschen sehr wenig. Aber naja, reicht erstmal für den Anfang. So. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch eine Handsäge. Handsaw. Keine Diamant, sondern eine aus Rubinen. Dafür brauchen wir Sticks, zwei Rubine, zwei Eisen. Haben wir. Kriegen wir hin. So. Dann können wir nämlich auch ein paar Blöcke zerschnibbeln. Und wir nehmen jetzt mal eben die hier. Machen daraus diese. Mir kam nämlich gerade die Idee, diese Teile hier nochmal zu zerschneiden. So. Und mal gucken, wenn wir jetzt zum Beispiel hier das noch so ein bisschen breiter machen, wie das aussieht. Man könnte da jetzt natürlich auch Marmor zum Beispiel benutzen. Das können wir ja mal tun. So. Kaputt. Wieder kaputt machen. Nehmen wir einfach mal Marmor, den wir zerschneiden. So. Die Steine kann man auch wieder zusammenbasteln, wenn man sie zerschnitten hat. Da ist überhaupt kein Problem. Da kann ich jetzt einfach so machen. Bäm. Ach, pass mal auf. Wir machen noch so. So, so, so. Und so, und dann haben wir wieder unsere Steine. Was hatte ich gerade eben nochmal gemacht? Ach so, mein Jetpack. Hui, jetzt können wir fliegen, jetzt können wir fliegen. Okay. So. Nein, so nicht. So nicht, mein Freund. Bam, 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 bam. Nein. Mein Gott, ist das schwierig. Okay. So, 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 so. Jetzt gucken wir mal eben. Ja, doch. Das kann man so anbieten. Sieht ganz okay aus. Auf jeden Fall. Das mache ich mal eben rundherum und dann sehen wir uns gleich. So, bam, einmal drumherum, sehr schön, gefällt mir. So, als nächstes wollten wir das hier noch ein höher machen. Jetzt haben wir ja das geile Jetpack und dann geht das alles viel einfacher. Ich mach mal eben einen anderen Modus an. Hover Mode, dann fliegt man hier etwas langsamer, kann man besser bauen bei. So, wie weit ist der Ofen? Ach, der hat keine Power mehr, sehr gut. Schmeißen wir dem einfach mal 64 von den Dingern rein. Wir haben ja genug Holz. Okay. Als nächstes würde ich jetzt mit Holz weitermachen. Ja. Also hier rundherum ein bisschen Holz. Und dann fängt das hier mit
mit Glas an. Hier. Okay. So. Perfekt. Und auf der anderen Seite würde das dann ja, sagen wir mal, hier anfangen. Ey, so ist das nicht richtig gewesen. So ist das richtig. Aber unsymmetrisch. Oh, wir haben uns hier bei der Mauer verbaut. Die muss noch ein weiter nach hinten. Verdammt. Okay, nochmal abreißen. Das ist ja alles kein Problem hier. Geht ja relativ schnell. So, das Holz wieder weg. Schön weg hier. Bam und weg. So, okay. Dann die Teile wieder her. Und so und dann so. Perfekt. So. So, so. Ich wäre dafür, dass es wieder Tag ist. Muss mir mein Bett bauen. So, jetzt brauchen wir da noch so eine Ecke. Das macht man, indem man das jetzt nochmal so schneidet. Und dann kriegt man hier diese Teile. Und dann kann ich das hier ausfüllen. Hallo Hund. Alles klar? Ja, komm in mein Haus. So ist brav. So. Jetzt ist das korrekt, wenn ich jetzt so mache. So. Jetzt ist das symmetrisch. Perfekt. Dann kommt da das Glas hin. Sehr gut. Okay. Dann als nächstes kommt jetzt wieder das Holz. So. Ja. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob ich das vielleicht doch hier den Fußboden reinmachen soll. Oder ob ich vielleicht so fast ganz hohe Blöcke mache. Geht das denn, wenn man jetzt zum Beispiel so, dass man dann so ein... Ja, dann hat man da so eine kleine Kante. Das ist doch cool. Natürlich jetzt nicht aus Marble. Aber... Doch, das kann man so machen. Sehr gut. Dann verlegen wir aber trotzdem erstmal eben hier noch das Holz. Perfekt. Und dann müssten wir mal überlegen, den Fußboden, oder machen wir erstmal eine Raumeinteilung. Also, man kommt hier schön rein. Wenn man reinkommt, dann hat man erstmal so einen kleinen Vorraum, sagen wir mal. Den machen wir einfach mal eben geschätzt so groß. Das da müsst ihr euch wegdenken. So. Dann geht's hier ins Wohnzimmer. Und dann machen wir das doch noch mal ein bisschen länger. So, du gehst weg. Du innere Wand gehst auch weg. So, dann geht's hier ins Wohnzimmer. Das ist dann ja so abgeschnitten ungefähr. Dann gibt es hier irgendwie noch eine offene Küche oder sowas in der Art. Und dann geht es hier, hier geht es zum EU-Generator-Level-Ding. Und da hinten hin geht es dann zu den Maschinen. Das wird dann immer erweitert, wenn ich neue Maschinen hole. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen mit Stein. Schon mal die Dinger hier unten drunter. Und da müssen wir mal eben gucken, woraus man denn so schönes seinen Fußboden machen kann. Gucken wir mal hier in den Shopping-Katalog. Man könnte natürlich Wolle nehmen, aber in einer Fabrik ist das jetzt natürlich nicht so das Beste. Wie wär's denn mit Cobblestone? Das, wäre doch eigentlich mal relativ gut. So.
Gib mal her hier so ein Stack. Perfekt. So. Und ab geht's. Den müssen wir jetzt natürlich zerschneiden. So, nehmen wir erstmal ein bisschen was. So. Bam. Bam, bam. Okay. Packen wir den. Ups. Erstmal so hier hin. So. Perfekt. So ist das doch schon mal gut. Das war jetzt ein bisschen wenig. Ich werde noch mal ein bisschen mehr machen, das hier ausfüllen und wir sehen uns dann gleich. Ja, also ich würde sagen, das ist doch relativ cool. Hier hat man so ein bisschen so eine Kante. Dann die Holzwand, das ist doch schön. So, im Wohnzimmer machen wir natürlich einen anderen Fußboden. Ey! Pass mal auf, ich mache jetzt erstmal, weil das ist einfach nur nervig. Regen ist einfach nur nervig, also ist, nee. Müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ihr auch nicht. Ihr wollt das ja jetzt auch nicht hören. Habe ich noch irgendwie? Nee, habe ich nicht. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Boden für das Wohnzimmer. Da. Oh, kann man das herstellen irgendwie? Nee, schade. Man könnte Sandstone nehmen, man könnte aber auch was anderes nehmen. Was gibt's denn so an Holz? Es gibt doch. Okay. Sehr schöner Block. Kann man den herstellen? Nein, schade. Aha. Was ist das denn hier? Ach so, Tinblöcke und sowas, okay. Was ist das? Okay, lass uns das mal zusammenbauen. Das kann man bestimmt auch gut zur Dekoration benutzen. Na, so geht das nicht. So. Bam. Und so. Okay. Sehr interessant. Kann man das auch wieder zurückcraften? Na, was soll ich sonst damit machen, ne? Ich meine, ich glaube, einen anderen Nutzen gibt es dafür, glaube ich, gar nicht, oder? Aber im Notfall kann man es auch wieder zurückcraften, okay. Deswegen ist das auch erstmal in der Nutzloskiste. Was mir gerade auffällt, theoretisch könnte man hier auch das Lager reinmachen. Wäre auch eine Möglichkeit. So, dann wollen wir doch mal schauen. Kann man das denn zerschneiden? Nee, schade. Wie das aussieht. Ups, sehr toll. Sieht irgendwie cool aus. Ey, das schimmert sogar so. Krass. Nicht schlecht. Kann man bestimmt für irgendwas gebrauchen, aber als Fußboden eher nicht. So. Na, okay, hier kommt wohl nichts Gutes mehr. Gucken wir mal ein bisschen nach Holz. Wenn ich jetzt dieses Holz hier einfach so platziere, wie sieht das dann aus? Okay. Das sieht irgendwie komisch aus. Kann man das zerschneiden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Ja, doch, das Holz sieht komisch aus. Ja, dann nehmen wir dann doch wohl lieber Wolle oder sowas. Aber ich habe keine Wolle. Schwierig. Vielleicht habt ihr Ideen, was man hier für einen Boden reinmachen könnte. Ich weiß gerade nicht so genau. Was denn mit den Redwood-Planken? Oder was ist das denn hier? Kann man daraus irgendwas Cooles machen? Das kann man sogar brennen, okay.
Red Rock. Okay. Kann man das zerschneiden? Erstmal gucken, ob man alles zerschneiden kann. Gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Hat so ein bisschen so eine komische Textur. Ich weiß nicht, ob das jetzt für ein Wohnzimmer so geeignet ist. Nee, nicht wirklich. Okay, gehen wir mal wieder dahin. Na, wie gesagt, schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr da eine gute Idee habt. Ich bin gerade ein bisschen ideenlos. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wir kümmern uns jetzt mal um was anderes. Erstmal legen das hier erstmal hier alles rein. So, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Die Fackeln brauchen wir vielleicht. So. Okay. Hallo? Keine Energie mehr oder was? Hast doch Biomasse. Was ist denn da los? Los! Funktioniert. Mein Gott. Okay. Ich hole mal ein bisschen Wasser. So. Füllen wir das mal hier rein. Daraus können wir auch Biogas machen. So. Ja. Also, was wollte ich machen? Ich habe noch nichts gesagt, ne? Blah. Formcraft. So. Also. Formcraft ist ein ziemlich cooler Mod. Und wir wollen mal ein bisschen uns anschauen, was man da Schönes tun kann. Und dazu brauchen wir einen Wand of Apprentice. Dafür brauchen wir einmal Gold Nuggets. Und hiervon was. Da nehmen wir uns einfach mal den hier. So. Gucken hier in die Kiste. Nehmen uns das. Ein Stick und ein Gold Nugget. So. Dann haben wir ein Wand of Apprentice. So. Und damit müssten wir jetzt auf ein Bücherregal hauen. Ich mach das einfach mal. Und dann kriegen wir so ein geiles Buch. Kann ich jetzt noch bis Level 30 enchanten? Ja, okay. Puh, Glück gehabt. Okay. Ein Formonomicum. Da gucken wir jetzt einfach mal rein. Und ja, hier haben wir jetzt die Basissachen, die man sich craften kann. Hier diesen Table. Einfach in der Workbench. Das kriegen wir doch hin. Da habe ich hier zwei Wood-Planken und dann brauche ich noch mehr Wood. So, machen wir uns einfach mal zwei von diesen Dingern. So. Bam und bam. Dann kriegen wir hier so zwei so eine Table. Und die bauen wir uns in unser Haus. Ich denke eher nicht. Das bauen wir doch, glaube ich, lieber draußen irgendwo auf. Gucken wir mal. Hier könnte man das natürlich tun. Oder wir bauen es doch hier drin auf, hier so in der Ecke. Ja, doch, das könnte man machen. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir hier zu den Seiten brauchen. Und hier kommt auf jeden Fall ein Fußboden noch rein. Da nehmen wir uns erstmal irgendwelche Steine für. Gucken wir mal, was habe ich denn hier vorhin reingeschmissen? Nehmen wir uns mal eben. Ja, doch, nehmen wir uns mal eben die Stone Bricks. So. Okay. Auf geht's! Bam, wir werden jetzt Magier und machen hier ein Licht mit der Fackel. Okay. Na, die könnte man wiederum wieder zerschneiden, ne? Aber wir machen jetzt erstmal, pass auf.
So, okay. Also bauen wir uns hier so einen Tisch auf. Und der bringt uns gar nichts. Dann, okay, fragen wir einfach mal das Buch. Ich glaube, wir brauchen diese Scribing Tools. Dafür brauchen wir Feder, Inksack und ein Glasbottle. Eine Feder wird das Schwierigste. Eine Feder, wenn wir jetzt hier keine haben. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Inksack. Wir haben kein Glas. Warum haben wir eigentlich keinen Sand? Warum haben wir kein Glas? Wir haben Glas. Ist doch hier drinne. Mein Gott. So. Danke. Drei Bottles und dann brauchen wir eine Feder. Ich werde mal eben eine suchen und wir sehen uns dann. So, jetzt können wir uns schon mal ein Bett machen, auf jeden Fall. Das Scribing-Tool ging irgendwie so. Mann, hat mich das lange gedauert, so eine Feder zu finden. Ey, die scheiß. Die braven Hühner. ja. Die wollten mal wieder nicht. So, jetzt setzt das dahin. Dann eben nicht. Bauen wir das Bett erstmal dahin. So. Das Jetpack lädt gerade auf und hier die Lava. Oh. Geothermalgenerator. Ist der denn teuer? Oh, der braucht eine Batterie, aber davon haben wir ja gerade erst was gemacht. Auf jeden Fall brauchen wir dafür ein, zwei. Wir haben, glaube ich, sogar noch was im Project Table davon. Von dem Eisen, jawohl. So. So. So, so, so. Und so haben wir einen Generator. Der Geothermalgenerator geht. Habe ich schon wieder vergessen. So. Okay. Glas. Und so eine Zellen. Kann gehen nicht, oder? Kann? Nee, schade. Okay, 4 Tin. 1, 2, 3, 4. Ich muss wieder caven gehen, dadurch, dass ich jetzt alles für diese scheiß Batterien ausgegeben habe. Habe ich jetzt kaum noch was und muss jetzt erstmal wieder welche farmen. Also keine. Also ja. So, das kann ich nicht einfach daneben bauen, ne? Nee. Ja, das war jetzt scheiße. Das war jetzt blöd. Aber ich habe zum Glück schon eine Electric Wrench. Gib wieder her. So. Ja. Perfekt. Dann brauche ich eine Redstone Engine, genau. Dann noch ein Lever. Und dann noch das Pipe-Gedönse. Hier habe ich einen Kaktusgrün, den machen wir eben zu Waterproof, Pipe Waterproof. Dann machen wir das Wooden Pipe zu einem Wooden Waterproof Pipe. Dann rennen wir da hin. So, Lever kommt natürlich noch nicht dran, erst so und bam und die Lava wird dann da reingepumpt und füllt dann eine Bedbox auf, die wir noch nicht haben, aber jetzt mal eben herstellen werden. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Wir brauchen nämlich mal wieder Kabel. Davon braucht man ja sonst nicht so viel Spaß. So. 1, 2, 3. So. Okay, das Holz geht wohl nicht. Dann müssen wir dieses hier nehmen. Hallo? Ach so. Toll. Pro. So. Und der füllt dann das Teil hier. Sehr nice. Okay. Das ist doch schön. Das geht hier relativ gut. Die Lava wird schön abgepumpt, da sich das Teil hier füllt. Warum ist das Teil hier nicht? Okay. Teile hier sind ausgegangen. Warum? Aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt muss ich da irgendwas benutzen, damit das wieder funktioniert. Irgend so ein Hämmer oder so war das, glaube ich.
Kreosot, Crescent Hammer, Eisen, Silber, okay, das geht ja. Aber eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Eigentlich, ups. Vielleicht wisst ihr ja, wie ich das umgehen kann, dass so etwas passiert, weil das jetzt nicht so toll ist. Wenn da einfach mal das Teil aufhört zu funktionieren. So, das geht erstmal wieder weg. So, und jetzt wahrscheinlich Rechtsklick, ne? Ja. Okay, das funktioniert wieder. Und dann können wir jetzt zu unserem. Ne, ich hole mir mal mein Jetpack. Oh, das ist nicht voll. Dann packen wir es mal eben da rein. So. Okay, Scribing Tools. Ihr werdet hier hingelegt. Perfekt. Und jetzt haben wir hier so ein Forscher-Table. Okay. Dann kann man sich noch so ein Arcan-Table machen, oder? Arcan-Work-Table, das ist ein Table mit einem Wand of Apprentice draufgehauen. Okay, das kriege ich hin. Das schaffe ich noch. Und ich würde sagen, danach beenden wir erstmal den Part. Ups. So, 1, 2, 3. Und dann brauchen wir noch eben sowas. 1, 2, 3. So. Ups. So. Und, so. Perfekt. Packen wir daneben, würde ich sagen. Direkt daneben. Einfach voll daneben. So. Ah! Sehr nice. Okay, jetzt haben wir den Stab da also drinne. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt nehmen wir uns das Jetpack hier. Die Lava geht da schön in den Geothermalgenerator. Sehr nice. Das Teil hier pumpt weiter. Das fand ich jetzt irgendwie doof, dass das hier Energy wird gestort. Aber das muss doch. Ach! Ah, weil da kein Netherrack mehr drin war. Deswegen, ah, okay, das darf natürlich nicht passieren. Da muss ich demnächst mehr drauf achten. Dann machen wir die erstmal eben aus und später wieder an. So, ja, das müsste jetzt voll sein, genau. Okay, und dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Wir können uns das nochmal von oben angucken. Und ich würde sagen, vergesst nicht den Part zu bewerten und zu kommentieren. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!